Kunden? Also diese wissenschaftliche Begleitstudie zu dem Ausbildungsprojekt der Wisente umfasst verschiedene Aspekte. Zum einen, wie sich halt die Wisente forstwirtschaftlich auswirken, in welcher Form sie zum Beispiel den Waldbestand nutzen werden, welche Auswirkungen das hätte. Dann zum anderen auch sozioökonomisch, welche Auswirkungen das eben auf den Tourismus hier hat, auf wirtschaftliche Aspekte dieser Region. Zum anderen auch vegetationsökologisch. Inwiefern entsteht möglicherweise eine andere Flora hier durch die Einwirkungen der Wisente in dem Gelände und zu guter Letzt auch verhaltensbiologisch, nämlich die Tiere, die jetzt zusammenkommen, sie kennen sich einander nicht, die müssen zunächst eine Herdenstruktur bilden, es entstehen soziale Interaktionen und das wird sicherlich sehr dynamisch ablaufen. Außerdem untersuchen wir die Raumnutzung des zur Verfügung stehenden Raumes, nämlich im Moment diese 88 Hektar. Später werden es dann über 4000 Hektar sein. Auch inwiefern oder wie sie miteinander interagieren, die Herdenstrukturen, wie die Bullen zueinander stehen und noch viele andere Aspekte. Viele Fragestellungen, also im Wesentlichen sind es 4 Fakultäten, die sich daran beteiligen. Wie viele Universitäten? Es sind auch 4 Universitäten. Das ist einmal die Universität Göttingen, Uni Frankfurt, es sind 3 Universitäten, und die Universität Siegen. Aber wir haben noch zusätzlich einen renommierten Wildbiologen von der Universität München, Herrn Professor Schröder. Wir haben jetzt nicht erwähnt die Problematik der genetischen Variabilität. Das heißt, die Wisente, die es heute in Europa gibt, die stammen von ganz wenigen Tieren ab. Und diese Projekte, die Sie heute hier begonnen worden sind, die sollen ja auch dazu dienen, diese Wisente besser in die Zukunft zu bringen. Können Sie da mal kurz erläutern, wie das im Einzelnen funktionieren kann? Ja, diese 12 Tiere, die jetzt hier diese Stammpopulation bilden werden, sind nach einem Zuchtbuch so ausgesucht worden, dass sie möglichst genetisch divers sind. Und die neuen Tiere, die dann hier entstehen werden, tragen möglicherweise zu einer besseren oder höheren Diversifizierung des genetischen Materials bei. Also die Tiere, die im Moment existieren, knapp 3500 Tiere, gehen zurück auf nur 12 Tiere. Natürlich ist das genetische Material nicht so divers, wie man das bei anderen Arten erwarten könnte. Aber das ist das, was wir haben und damit müssen wir eben arbeiten. Und es kann eben durch Zucht hier in diesem Ausbildungsprojekt zu einer stärkeren Variabilität beitragen, genetisch durch Mutationen, die natürlich immer passieren. Es gibt solche Projekte noch nicht in Deutschland. Da sind wir mit diesem Projekt wirklich Pionier. Es gibt aber schon solche ähnlichen Projekte in den osteuropäischen Ländern, eins in Polen, ganz bekannt, aber auch in den weiter noch östlich gelegenen Staaten. Kann man aus den Erfahrungen, die dort im Laufe der Jahrzehnte gesammelt wurden, kann man da darauf rückschließen, dass das Projekt, wie wir es heute begonnen haben, hier im Rothaargebirge auf lange Sicht erfolgreich verlaufen kann? Man kann natürlich die Bedingungen in Polen, wie zum Beispiel im Biolewieża-Park, nicht 1:1 hier auf das Rothaargebirge übertragen. Aber die Bedingungen hier, die sind schon optimal vor Ort. Also es gibt sehr waldreiche Gebiete, ein großes zusammenhängendes Gebiet, in dem sich die Tiere ausbreiten können. Und von daher sind eigentlich die Bedingungen für den Erfolg dieses Projektes sehr gut. Die Tiere werden ja jetzt die ersten 1 bis 2 Jahre wahrscheinlich in einem relativ kleinen Gehege zusammenbleiben. Erst dann wird sich ja entscheiden, ob die Tiere wirklich freigelassen werden, auch mit der Möglichkeit, sich räumlich auszudehnen. Welche Rolle spielen jetzt diese wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir im Laufe der nächsten Jahre zu erwarten haben, bei dieser Entscheidungsfindung? Wir nutzen jetzt die ersten 1 bis 2 Jahre in dem Ausbildungsgehege in der Größe von 88 Hektar dafür, die Tiere einmal besser kennenzulernen, die Herdenstruktur zu verstehen, die Raumnutzung, die zeitliche Nutzung der Tiere, der Gegend, die im Grunde ja beispielhaft ist für das größere Gebiet von knapp 4 oder etwas mehr als 4000 Hektar. Und wir können dann aufgrund unserer Daten gute Voraussagen treffen, wie sich die Tiere dann verhalten werden, wenn sie eben freigelassen werden auf diese 4000 Hektar. Man weiß, dass die Wisente vor rund 800 bis 900 Jahren in dieser Gegend ausgestorben sind, wahrscheinlich durch menschlichen Einfluss. Welche Quellen hat man da eigentlich gefunden, die darauf hinweisen? Also eine sehr gute Quelle weist das Wappen eines Ortes auf in Hessen, hier in der Nähe. Das heißt, der Ort heißt Wiesenbach
Und man geht davon aus, dass Wiesen sich von Wiesent ableitet und früher eben tatsächlich die Tiere dort vorkamen. Sonst würden die im Wappen keinen Sinn machen. In diesem Zusammenhang mit den Wiesenden liest man öfters den Satz, der König der Wälder kommt zurück. Bis jetzt war ja der Rothirsch der unumstrittene König der heimischen Wälder. Werden sich diese beiden Arten vertragen? Ich gehe davon aus, dass sie sich vertragen werden, weil sie doch etwas unterschiedliche ökologische Nischen besetzen werden im Waldökosystem. Der Wiesent hat ein etwas anderes Nahrungsspektrum als der Rothirsch. Von daher werden sie keine klaren Konkurrenten sein. Das ganze Projekt kann man ja als Freiluftlaboratoriumsversuch bezeichnen. Wissenschaftliche Versuche, da kann man einen eindeutigen Ausgang natürlich nicht vorhersagen. Das hängt von zu vielen Faktoren ab. Aber wenn ich Sie nach Ihrem Gefühl fragen würde für diese Geschichte hier, wie könnte sich das entwickeln aus Ihrer Sicht? Ich denke, das wird sich sehr gut entwickeln. Wir überlegen uns natürlich konkrete Fragestellungen, die wir halt mit entsprechenden Methoden und Experimenten dann untersuchen werden. Und diese Ergebnisse werden uns weiterhelfen, neue Fragen zu entwickeln, beziehungsweise mehr Wissen über die Wiesente anzureichern und entsprechend dann möglicherweise auch weitere Projekte, die sich hieraus entwickeln, dann zu entwickeln.